So, jetzt gucke ich mir mal My Free Farm an. Das habe ich mir jetzt seit sehr vielen Jahren nicht mehr angeguckt. Erstmal die nervigen Leute unten irgendwie rausschmeißen. Müssen wir jetzt leider, wenn wir das Spiel spielen wollen, so per Hand machen. Ich habe früher mal einen Code gemacht, dass das automatisch ging, aber ich habe den Code leider, leider verloren und habe den jetzt nicht mehr. Deswegen muss man die ganzen, ja, Tier ausbauen. Naja, nicht alle sind welche, aber ja, so per Hand wegschicken. Dann haben wir noch Hühnerstall und Milch von damals. Das liegt daran, dass ich damals kein Veganer war. Dann zum Löschen muss man leider das Passwort eingeben und das Passwort habe ich leider nicht mehr. Wie ich mich jetzt hier angemeldet habe, bleibt dann erstmal mein Geheimnis. Man kann aber weiterhin vegan das Spiel spielen, wenn man nämlich hier diese Sachen anbaut und erntet und so weiter. Und ich habe dafür einen anderen Code noch gemacht. Das ist mein erstes YouTube-Video auch gewesen, nämlich Autoplant. Oben links bei Lesezeichenleiste sieht man das. Und ich baue jetzt mal hier ein paar Sachen an. Jetzt habe ich hier nur so drei Zwiebeln, die baue ich auch erstmal an. Jetzt suche ich hier nach irgendetwas, was man anbauen könnte, was noch ein bisschen zu wenig im Inventar vorhanden ist. Und dann sieht man, wenn man auf Autoplant klickt, wird gleich alles verteilt, also fast alles. Ja, ein bisschen unstabil läuft das hier gerade. Und aus irgendeinem Grund will das jetzt auch noch ernten. Aber das gibt sich wahrscheinlich gleich von selbst, wenn das irgendwie wieder neu geladen wird. Ja, da wird es neu geladen. Und jetzt können wir die restliche Ackerfläche irgendwie mit irgendwas anderem verpflanzen. Was nehmen wir denn da mal? Irgendwas Kleines vielleicht, was weniger Platz wegnimmt. Spargel zum Beispiel können wir machen. Was haben wir noch da? Dann haben wir noch Karotten. Karotten mag ich zwar auch nicht so gerne, aber naja, kann man anbauen. Und dann kann man Autoplant nämlich auch noch zum Gießen benutzen. Das ist nämlich auch toll. Muss man auch kein Geld für bezahlen, so. Ja, es wird alles gegossen. Das Spiel ist ziemliche Zeitverschwendung, deswegen habe ich das auch nicht mehr gespielt. Ich war da 15, als ich das letzte Mal das gespielt habe und habe das eigentlich eher so zum Hacken benutzt, also aus technischem Interesse. Und ja, wenn wir die Dinger sowieso nicht abbauen können, die ganzen armen Hühner, die da eingesperrt sind in dieser engen Käfighaltung, kann man das eigentlich schon nennen, also wie die da nebeneinander sitzen. Und da sehe ich jetzt kein entspanntes Hühnerleben. Wir haben die Eier sowieso, dann können wir sie auch gleich nochmal rausholen aus dem Stall. Bringt ja auch nichts. Honig haben wir damals auch noch den Bienen weggenommen. Ja, und dann können wir jetzt die ganzen scheiß Tierprodukte verkaufen. Irgendwie weit unter Preis, dass wir die los sind. Man kann leider nichts wegschmeißen. Also, wenn man hier auf die Items raufklickt, dann kann man leider überhaupt nichts da machen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen jetzt die Möglichkeit gibt, hier diese Sachen wegzuschmeißen. Aber ich kenne die Möglichkeit nicht und ich habe das Spiel auch sehr lange nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie das geht. Ich guck mal, wo wir das verkaufen können, der Marktstand. Ich weiß, es gab irgendwo einen Marktstand, wo man so fast schon wie bei einer Börse sehen konnte, wie wer alles zu welchem Preis etwas anbietet. Diese, ja, Karte hier ist neu, wie da schon oben steht. Neu kann aber auch heißen, vor 8 Jahren eingeführt, das weiß ich nicht. Ja, wo verkaufen wir dann die Sachen, die wir nicht mehr haben wollen? Da irgendwie auch nicht. Ja, das ist jetzt der etwas peinlichere Teil. Ja, Werbung gucken wir uns natürlich nicht an. Ja, Bauernmarkt. Man würde jetzt erwarten, dass man auf dem Bauernmarkt Sachen verkaufen kann. Aber nö, der Bauernmarkt scheint irgendwie ein Konsumparadies zu sein, ein Gartencenter oder wie man das nennen will. Dann müssen wir vielleicht in irgendeinen Ort reingehen. Hier stand auch nichts mit Markt. Nö. Dachte ich jetzt. Nee. Da ist auch nichts für Markt. Mal gucken. Gucken wir uns mal diesen Ort an mit dem Bus. Das ist sehr vorbildlich, dass hier nicht mit einem Auto hingefahren wird. Ja, Fische, nee, 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 nee. Wäre halt praktisch irgendwie Sachen verschenken zu können an irgendjemanden. Rezepte.
Ja, hier, der Sammler. Den können wir das einfach schenken, alles. Ach nö, der sammelt nur so einen komischen Tierausbeuter-Scheiß. Leider nicht den, den wir loswerden wollen. Schade, schade. Vielleicht im anderen Ort mal gucken. Ja, das sagt mir was. Da haben wir auch den Marktplatz, genau. Ich weiß es nicht, ob das nach Preis sortiert ist. Irgendwie nicht. Also manche Sachen sind hier teurer und manche günstiger. Können jetzt hier ein Angebot erstellen, aber bevor wir das machen, gucken wir mal lieber, wie viel die Sachen sonst so kosten. Nicht, dass wir das zu teuer machen versehentlich. Also wir wollen ja die tierischen Produkte loswerden. Die Eier, das ist doch schon mal ein guter Anfang. So 174 KT Kartoffeltaler, weiß ja nicht, wofür das steht. Ja, dann verkaufen wir mal unsere Eier für 100 zum Beispiel. Das ist doch mal so eine Maßnahme. Das ist dann deutlich weniger, dann sind wir die los. Dann können zumindest andere dann das verantworten. Ja, dann mal gucken, was haben wir noch? Milch. Milch los dann, ach, etwas teurer. 290. Da könnten wir eigentlich jetzt auch direkt 100 nehmen. Ist nicht so wichtig, was wir dafür nehmen. 100 oder irgendeine schönere Zahl, vielleicht 42. Ja. 420 wäre zu viel gewesen. Ich kann auch leider hier keine Nachrichten reinmachen. Also meinen Benutzername kann ich nicht mehr ändern, leider, weil ich das Passwort eingeben muss und es wird immer gesagt, dass das Passwort falsch ist. Obwohl ich mich ja, jetzt verrate ich es, mich eingeloggt habe mit diesem Passwort. Naja. Ja, deutlich unterboten. Die anderen müssten wir also auch gleich loswerden. Mayonnaise. Das könnte rein theoretisch vegane Mayonnaise sein, aber so wie wir das Spiel hier kennen, braucht man natürlich Eier dafür. Also verkaufen wir das mal für auch wieder deutlich weniger, damit wir den Scheiß los sind. Fällt gerade ein, dass ich die Anzahl eigentlich nutzen könnte, um irgendwelche Witze zu machen. Aber wir können ja auch eigentlich den Preis nehmen. Ja, hier bei fast 1000, da haben wir schon ein bisschen mehr Spielraum. Nehmen wir mal die ganz böse Zahl, die vielleicht einige abschrecken könnte, aber mal gucken. Käse ist ja auch böse. Wenn das nicht gerade Analogkäse ist. Und wenn man auf unseren Namen drauf drückt, sieht man hier diese schöne Message, die ich hier 2011 hinterlassen habe, mit 15. Ja, wunderschön. Und ja, sonst haben wir gerade nichts mehr da. Ich sehe jetzt zumindest hier keine weiteren Sachen. Ist immer noch nicht verkauft worden, der Käse. Ja, die anderen Sachen können wir behalten. Wobei, ne, Erdbeeren wollen wir auch nicht haben. Ich guck mal wieder, wie viel Erdbeeren wert sind. Bestimmt diesmal nicht so hunderte Euros. Ja, 1,6 nur, also total wenig. Hauen wir mal die Scheiße raus, so für 1. Ne, nicht 10, 1, genau. Ja, und dann sind wir das hoffentlich auch bald los. Scheiß Erdbeeren. Schmecken nach Erde, braucht kein Mensch. Ja, das war's.